Lege dich auf den Rücken. Stelle deine Füße so dicht wie möglich mit der ganzen Fußsohle an deinem Gesäß ab. Schiebe mit der nächsten Einatmung dein Becken zum Himmel. Falte deine Hände unter deinem Rücken und bringe deine Schulterblätter zusammen. Drücke deine gesamte Fußsohle fest in den Mattenboden und atme tief in den Bauch ein und wieder aus. Die Brücke. Setu Bandhasana. Drücke jetzt nur die Innenseite deiner Fußsohle in den Mattenboden und spüre die Veränderung der beanspruchten Muskeln. Setu Bandhasana wirkt wunderbar gegen Rundrücken und hängende Schultern. Sie stärkt die gesamte Wirbelsäule und macht sie flexibel. Drücke jetzt nur die Außenseite deiner Fußsohle in die Matte und atme tief. In der Brücke erfährt die Atemmuskulatur eine entspannte Streckung. Herz- und Blutkreislauf werden angeregt. Sie wirkt auch stimulierend auf die Bauchorgane. Hebe nun deine Zehen an und presse die Ferse fest in den Mattenboden. Stelle dich jetzt auf deine Zehenspitzen und atme tief. Lege nun deinen Fuß wieder ganz auf. Drücke noch einmal die gesamte Fußsohle in den Boden. Schiebe dein Becken nach oben. Löse dann deine Arme. Komme mit der Ausatmung Wirbel für Wirbel aus der Stellung. Lass deine Beine ausgleiten und genieße die Entspannung.